Meine Damen und Herren, die Zahlen sprechen für sich. 35 Millionen Menschen und damit jede zehnte erwachsene Person in der westlichen Hemisphäre hatte gemäß einer Erhebung aus dem Jahr 2021 Diabetes. Ist das ein Markt, in den es sich zu investieren lohnt? Bei mir im Studio ist Stefan Blum. Mit ihm werde ich mich während der nächsten Minuten über dieses Thema unterhalten. Stefan, in euren beiden führenden Produkten, Bellevue Medtech & Services und Bellevue Digital Health, sind je etwa 17% im Bereich Diabetes investiert. Was sind denn da die größten, die führendsten Firmen und die stärksten Produkte, die da auf dem Markt sind? Die größte Firma ist sicher Abbott. Eine US-Firma, ein großer Konzern, der etwa 40 Milliarden Umsatz macht, aber bereits 4 Milliarden machen sie mit dem automatischen Blutzuckermesssensor, den man etwa hier auf dem Arm tragen kann. Also mit der richtigen Hardware eigentlich. Hardware, ja. Verbunden mit dem iPhone oder mit einem anderen Smartphone, Daten austauschen. Eine spezialisierte Firma auf diesem Gebiet ist Dexcom. Die machen nichts anderes als das. Auch schon über 2,6 Milliarden Umsatz pro Jahr. Aber auch Pumpsysteme wie Insulet. Man muss ja die Daten dann auswerten und dann je nach Blutzuckerstand dann Insulin spritzen. Das macht diese Pumpe automatisch. Die kommuniziert mit dem Sensor. Eigentlich erstaunlich, was da alles geht, wenn man die Gesundheitsservices in einzelnen Ländern anschaut, wo die Datenübertragung zwischen den Ärzten schon immer noch ein Problem darstellt. Imposant, was da eigentlich alles geht auf dem realen Markt. Vieles ist möglich, aber noch nicht so viel wird wirklich voll eingesetzt. Stefan, eine halbe Milliarde Diabetiker in der westlichen Hemisphäre, das ist eine unglaublich große Zahl. Jetzt erwartet ihr, dass diese Zahl noch weiter wächst? Also weshalb? Also das ist jetzt schon sehr viel. Die Zahl wächst sicher weiter. Aber es ist gar nicht so entscheidend, dass die Zahl weiter wächst, sondern für uns als Investor ist es wichtig, dass wir aktiver das Management der Diabetiker vorantreiben. Sprich eben Diabetiker einen Sensor brauchen. Jetzt sind es noch wenige, später werden es mehr sein, dass man automatisierte Systeme benutzt. Geht das eigentlich dabei darum, die Gesamtkosten zu senken? Ist das die Effizienz, die wir da hinbringen? Oder? Absolut. Ich meine, so investieren wir. Wir investieren da, wo man bessere klinische Ergebnisse bekommt, aber das günstiger. Bei Diabetes spielt es vor allem eine Rolle, dass man den Blutzuckerspiegel managt. Sprich, wenn man im grünen Bereich bleibt, dann hat man sehr gute Chancen, dass man keine Folgeerkrankungen bekommt. Und genau die Folgeerkrankungen sind das Problem für die Menschen, aber auch für das Gesundheitssystem. Diabetes zu haben, kostet Geld. Jetzt haben wir ja gerade in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass man sich da in der westlichen Hemisphäre vermehrt Kostenbremsen und Preisdeckeln bedient, wenn das Geld zur Beschaffung der gewünschten Ware nicht mehr reicht. Das sind keine marktwirtschaftlichen Methoden. Aber Stefan, denkst du denn nicht, dass solche Methoden jetzt auch irgendwo da in der Medizin Einzug halten könnten? Ich meine, das würde dann auch diese Firmen betreffen. Ich nehme an, ihr beobachtet diese Entwicklungen ganz scharf. Sicher. Man hat auch einzelne Aspekte gesehen, also Insulin, ein Hormon, das man braucht eben, das der Körper nicht selber produzieren kann. Aber wenn man Diabetes hat, da hat man schon auf die Kosten gedrückt. Ich glaube, man muss zwei Dinge klar unterscheiden. Das eine ist das Diabetes-Management, den Blutzucker im richtigen Ort zu haben und andererseits die Folgekosten, die aus einem nicht gemanagten Diabetespatienten entstehen können. Wir reden von Bluthochdruck, wir reden von Nierenversagen, Blindheit, im ganz schlimmen Fall sogar Amputation, offene Wunden, die nicht mehr schließen. Das heißt also, es ist eigentlich eher Prävention, wenn wir über Diabetesmanagement reden. Und da ist das Geld wirklich sehr gut investiert.
Es kommt uns auch zugute, dass wir bei MedTech & Services ja auch mit Versicherungen investieren. Und wenn man sieht, dass die amerikanischen Versicherungen sehr gerne zahlen, zum Beispiel für einen Blutzuckermesssensor, dann sieht man, dass es Sinn macht, die Gesamtkosten nach unten zu bringen. Meine Damen und Herren, Sie haben alle die neuen Krankenkassenprämien bekommen. Sie sehen, wie die Kosten verlaufen. Was denken Sie, wohin geht die Entwicklung? Schreiben Sie in die Kommentare Ihre Meinung. Stefan Blum wird da auch sein Feedback dazu geben. Ich bin gespannt, was Sie zu dieser Entwicklung meinen. Kannst du in wenigen Worten umreißen, welche Diabetestypen es gibt und was da die Folgen dann von diesen Erkrankungen sind? Einfach gesagt, Typ 1 und Typ 2. Typ 1 wird schon sehr früh diagnostiziert, bei Kindern, Jugendlichen. Kindern? Ja. Der Körper ist eine Autoimmunkrankheit. Der Körper zerstört die Zellen, die verantwortlich sind für die Insulinproduktion. Das führt dazu, dass dann zu viel Zucker im Blut ist und dann eben, wenn das so nicht gesteuert wird durch fremde Insulinzugabe, dann kann das zu folgenreichen Erkrankungen führen über die Zeit. Also das heißt, den Diabetes Typ 1 hast du mal und den behältst du dann Leben lang? Leider ist das so, ja. Das muss man akzeptieren. Mhm. Bei Typ 2, und das ist im Verhältnis 9:1, also 10% Typ 1, 90% Typ 2, da wird über eher im höheren Alter, merkt man den, Symptome treten auf, der Körper kann nicht genügend Insulin produzieren oder braucht zu viel Insulin, um den Zucker in die Zellen zu bringen. Und das führt dazu, dass dann mit der Zeit die Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, überlastet wird. Resultat ist dasselbe, ein zu hoher Blutzuckerspiegel. Da kann man aber was machen. Ein gesünderer Lebensstil kann helfen. Das ist auch, kann auch wieder reversibel sein. Also mehr Bewegung und weniger Fastfood. Alles, was wir wissen, was wir tun sollten, aber es nicht machen. Stefan, angenommen, ich habe Diabetes, was aber jetzt Gott sei Dank meines Wissens nicht der Fall ist. Jeder kennt jetzt diesen Fingerpeaks da, um den Blutzucker zu messen. Gibt es da jetzt mittlerweile modernere Mittel, wo man sich behelfen kann? Was ist da auf dem Markt? Ja, das gibt es. Im Zentrum steht natürlich die medizinische professionelle Betreuung durch eine Fachspezialistin, aber auch durch den Hausarzt. Früh erkennen, dass ein Diabetesfall vorliegt. Je früher, desto besser. Und dann ist das natürlich eine chronische Krankheit, die ist nicht ortsgebunden. Die hast du die ganze Zeit, 24 Stunden, 7 Tage. Also ich kann da nicht hoffen, dass das dann wieder vorbeigeht, wenn das mal beginnt Typ, oder so. Typ 1 nicht. Bei Typ 2 gibt es Chancen, klar, aber bei Typ 1 nicht. Mit dem muss man dann leben. Und wichtig ist, dass man eben den Blutzucker kontinuierlich messen kann. Und für das sind die neuen Sensoren sicher bestens geeignet. Die sind auch vernetzt. Und man generiert auch Daten und mit denen kann auch das medizinische Fachpersonal dann weiterarbeiten und geeignete Maßnahmen vorgeben. Also diese Daten, die sind dann aber nicht beim Hausarzt, nehme ich an. Also er hat, wenn er eingestellt ist oder berechtigt ist, hat er Zugang zu diesen Daten. Okay. Jetzt standen die vergangenen 2 Jahre im Schatten von Corona, wir wissen es alle. Es wurde ein großer Wirbel darum gemacht und Maßnahmen veranlasst, die man sich nie hätte vorstellen können. Alle möglichen Mittel wurden eingesetzt. So ich das aber jetzt sehe, könnte man sagen, Covid kommt, Covid geht, Diabetes bleibt. Darum, und ohne die beiden Krankheiten jetzt miteinander zu vergleichen, Stefan, wie hoch ist die Brisanz des Themas? Sehr hoch. Wir haben immer mehr Diabetiker. Chronische Krankheiten sind verantwortlich für 80% der totalen Gesundheitskosten. Und Diabetes ist sicher ein großer Teil dieser 80%. Meine ich auch fast eine Pandemie, wenn man das so sagen könnte. Könnte man so sagen, ja, definitiv. Die aber unter dem Radar eigentlich geblieben ist, so. Ja und nein. Aber zum Glück haben wir jetzt auch hier neue Technologien zur Verfügung, dass wir aktiv was machen können, den Blutzucker managen.
Sprich, das ist die Prävention, Verhinderung der sehr gravierenden, für die Patienten, aber auch sehr teuren Folgekosten. Denken Sie an die Blutzuckermesssensoren, aber auch an die Pumpen, die man gemeinsam verbinden kann, automatische Systeme bauen kann, die automatisch Insulin abgeben, immer die richtige Menge. Was man vielleicht noch braucht, ist mit der Fernbedienung per Mobilfon noch einen extra Schuss abgeben vor dem Essen, nach dem Essen. Aber ansonsten kann man eigentlich ein relativ normales Leben führen. Jetzt hast du auch so einen Blick in die Entwicklungslabors, siehst, was da am Horizont dann irgendwo in ein paar Jahren kommt. Kannst du dazu etwas verraten? Ich glaube, der erste Schritt jetzt ist wichtig, dass man die neuen Technologien benutzt. Das sieht man schon. Klar. Also Fingerpeaks wird abgelöst durch Sensor. Dass man dann diese Daten auch nützt, um automatisierte Behandlungsvorschläge zu generieren. Wir haben ja zu wenig professionelles Personal im Gesundheitswesen. Also wenn ein Computer schon mal einen Behandlungsvorschlag machen kann und nur für die Patienten, die wirklich eine Änderung brauchen, dann kann man die Effizienz wirklich sehr, sehr stark steigern. Also die Tendenz da, wenn man das so festhalten kann, eher bei den Devices und softwaremäßig, aber nicht unbedingt Medikamente da. Medikamente auch sehr viel am Laufen, allerdings nicht mein Fachgebiet, aber da sind wir bei Bellevue Asset Management sehr gut vertreten. Vor allem im Bereich der Typ-2-Diabetes gibt es da sehr viele neue Medikamente in der Entwicklung und auch im Einsatz. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist spannend. Man kann an vielversprechenden Orten investieren. Wenn Sie diese Sendung gut finden, dann bitte vergessen Sie nicht, einen Daumen hoch unter das Video zu setzen. Abonnieren Sie auch unseren Kanal. Und wenn Sie Fragen haben, nochmals die Möglichkeit, da möchte ich darauf hinweisen, unten in den Kommentaren da Ihr Statement abzugeben. Werfen wir noch einen Blick an die Situation an den Aktienmärkten. Also die maßgeblichen Indizes sehen wir gerade im Bild. Etwa 32% Minus in diesem Jahr. Stefan, widerspiegelt das das, was du bei den Firmen siehst? Das widerspiegelt es nicht, aber es widerspiegelt den Aktienmarkt. Was wir gesehen haben, ist, dass die Firmen sehr, sehr gut gearbeitet haben. Eigentlich auch logisch, weil chronische Krankheiten sind da. Die werden auch durch Covid nicht unterbrochen. Aber auf der anderen Seite haben wir bei den Bewertungen einen massiven Einbruch gesehen. Wenn wir hier über 30% Minus reden beim Kurs oder beim Aktienkurs, dann reden wir bei der Bewertung minus 60. Also die Firmen haben gut gearbeitet, aber konnten nicht alles kompensieren. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, was sich am Aktienmarkt tut, muss nicht in jeder Phase auch dem entsprechen, was sich auch bei den Firmen ereignet. Die Kursentwicklung ist das eine, die Geschäftsentwicklung das andere. Es sind zwei verschiedene Märkte, der Markt an und für sich, in dem die Unternehmen tätig sind, und der Markt, an dem die Aktien dieser Unternehmen gehandelt werden. Das Geschehen an beiden Orten ist nur locker miteinander verbunden. Genau deswegen lohnt es sich auch, ein gewisses Market Timing zu betreiben. Suchen Sie sich ein gutes Thema aus, in dem Sie sich wohlfühlen zum Investieren, wo es sich aus Ihrer persönlichen Sicht lohnt. Nutzen Sie zyklische Schwächen, die alle paar Jahre mal wiederkommen, um dann zu investieren. Und verkaufen Sie auch dann mal wieder, wenn Sie sehen, dass sich die Preise verdoppelt, verdreifacht haben. Nehmen Sie Profit mit, um dann wieder wie jetzt einzusteigen. Zeit ist Geld, Timing ist Vermögen. Und Timing ist die Spezialität von Investeo. Im Text unterhalb des Videos finden Sie einen Link, mit dem Sie zu Ihrem persönlichen Testaccount kommen. Besonders interessant ist es ja, in Firmen zu investieren, die heute noch klein sind, aber dann in 5-6 Jahren wirklich groß. Jetzt, ich stelle mir da vor, dass er so wie im Fußball so eine Art Talentscout hat, der da irgendwo in den USA
unterwegs ist. Wie sieht das effektiv aus? Wie macht ihr das? Wir sind Spezialisten auf unserem Gebiet und haben natürlich den Anspruch, dass wir diese Unternehmen früh entdecken. Wir gehen an medizinische Konferenzen. Mhm. Wir waren auch dieses Jahr waren wir an der ADA, also der American Diabetes Association, an der Konferenz in New Orleans, treffen da Menschen, die in diesem Gebiet tätig sind, Unternehmen, die tätig sind. Also wir wollen die Trends früher kennen, das ist ganz klar, aber es ist ein langfristiges Thema. Also wir sind in diesen Firmen langfristig investiert. Dexcom zum Beispiel haben wir bereits 2009 investiert, sind immer noch investiert und es fängt erst jetzt richtig an, sich im Markt, der Blutzuckersensor sich im Markt richtig durchzusetzen, den Fingerpeaks abzulösen. Es dauert sehr lange im Gesundheitswesen. Also das heißt, ihr investiert jetzt da nicht in Venture Capital ähnliche Strukturen hinein, sondern wenn die Firma schon etwas größer ist, wenn da schon ein Business Case wirklich eigentlich dasteht, dann über Produkte. Das stimmt. Wir investieren nur in quotierte Unternehmen, aber wir nehmen uns viel Zeit, mit nicht kotierten Firmen zu reden, auch mit Venture-Firmen. Mhm. Solche, die auf dem Weg an die Börse sind, zum Beispiel. Ja, das musst du ja, sonst sind die Talente dann schon kotiert. Und man möchte natürlich, wenn sie dann an die Börse kommen, schon wissen, was es ist, wer dahinter steckt, wie das Management, die Qualität des Managements kennen, schon einen gewissen Track Record haben. Wenn man diese Firmen 2 Jahre früher trifft und sieht, was die Pläne sind, und dann 2 Jahre später sieht, sind die Pläne wirklich Realität geworden, mhm, oder sogar besser als das, das Resultat sogar besser als der Plan damals war, dann hat man ein besseres Gefühl und eine höhere Conviction, wenn man dann investiert am Tag 1, wenn die Firma an die Börse geht. Sehr interessant und ich nehme an, da steht auch ein extremer Aufwand dahinter, den ihr betreiben müsst. Aber das ist ja sicher nicht jetzt nur bei Diabetes. Seid ihr da dran? Das ist so. Wir haben auch in anderen Gebieten, wie zum Beispiel bei Schlafapnoe, haben wir schon früh in Inspire Medical investiert. War eine sehr kleine Firma, die so etwas wie einen Herzschrittmacher für die Zunge entwickelt hat. Die Zunge wird dann stimuliert, und dann wird der Atemweg wieder frei und man bekommt wieder Sauerstoff. Oder auch im Bereich der Urologie haben wir in einem Operationsroboter investiert. Die Firma heißt Procept Biorobotics. Diese Firma hat einen Roboter entwickelt, die das mit einem Wasserstrahl die vergrößerte Prostata bei den Männern wegfräst, quasi so wie ein Kercher. Mit integrierter Bildgebung, vollautomatisiert, viel bessere klinische Ergebnisse, konstant, auch für große Prostata. Es gibt sehr viele dieser Beispiele, aber es ist wichtig, dass man eben nicht nur, es geht nicht um Technologie, es geht immer um den klinischen Nutzen. Beweisbarer klinischer Nutzen, das heißt große langfristige Studien sind nötig. Wenn man das nicht hat und auch nicht schon eine gewisse Commercial Proof sieht, also auch Umsatz im Bereich 40, 50 Millionen US-Dollar, dann wird es schwierig. Ja. Das heißt, für euch ein wichtiger Treiber ist, dass ihr seht am Schluss, dass mit den Produkten und mit dem Einsatz dieser Produkte dann irgendwo insgesamt eine Kostenreduktion erzielt wird. Kostenreduktion, so kann man sagen, oder man kann sagen, es wird einfach bei gleichen Kosten besser. Mhm. Schlussendlich müssen alle relevanten Stakeholder an Bord sein. Der klinische Nutzen, klar, der Patient, die Patientin muss profitieren, der Arzt muss das Verfahren mögen, der Zahler, ganz, ganz wichtig, sieht eben, dass er Vorteile hat in der Summe. Das gibt eine Kostenrückerstattung. Ohne Kostenrückerstattung ganz schwierig. Das heißt, es müssen sehr viele Faktoren, vor allem bei kleinen Firmen, müssen vorhanden sein und diese Stakeholder müssen an Bord sein. Sonst würde ich dringend abraten, da zu investieren. Gut, das bringt uns auch schon zur letzten Frage. Was müssen Investorinnen und Investoren beobachten, wenn sie sich in diesem Bereich Medizinaltechnik engagieren möchten? Ich glaube, du hast eine sehr wichtige Sache erwähnt vorher. Die Firmen, wie die arbeiten, das ist eine Sache, und auf der anderen Seite der Aktienmarkt, wie der funktioniert. Unsere Firmen haben sehr gut gearbeitet,
konnten uns aber trotzdem nicht vollends dem Druck des Aktienmarktes nach unten entziehen. Ich denke, Diversifikation ist sicher auch ein wichtiger Faktor. Es geht nicht immer alles gut. Mhm. Wenn man in große Unternehmen investiert, dann hat man den Vorteil, dass die selber schon diversifiziert sind. Zum Beispiel das Beispiel Abbott. Sehr gut gearbeitet bei den Blutzuckersensoren, hatten aber ein Problem bei klinischer Babynahrung, konnte aber weggesteckt werden. Alles in allem, es ist immer mit Risiken verbunden investieren. Ja, also das gehört dazu. Also ohne Risiko keine Rendite. Ja, genau, das muss man also wirklich Diversifikation sagen. Ist sicher das eine Wichtige. Und das andere ist natürlich, dass man sich ein Gebiet aussucht mit Zukunft, langfristiger Zukunft. Ich denke, es ist auch nicht schlecht, wenn man irgendwo investiert in einem nicht-zyklischen Bereich. Dann hat man wirklich den Effekt, dass man immer Fortschritte macht und nicht wieder diese starken Einbrüche hat. Mhm. Gerade jetzt im Moment, wo man Sorgen hat, um die dass wir eine Rezession haben, ist man im Gesundheitswesen sicher besser positioniert. Ja, natürlich, ja. Und am Schluss ist es, wie man das zusammenbaut. Wir haben zwei Gefäße, du hast es erwähnt, MedTech and Services auf Stabilität getrimmt, Digital Health auf Wachstum getrimmt. Hat natürlich stärker gelitten in einem schwierigen Aktienmarkt. Das muss man alles im Kopf behalten. Sehr viel Arbeit dahinter. Denk am Schluss, Qualität setzt sich durch. Und eben auf den Stakeholder-Approach schauen, dass man wirklich da investiert, wo alle wichtigen Teilnehmer am Markt die gleiche positive Meinung haben. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, danke dir, Stefan. Wir sehen uns hier in einigen Wochen wieder. Wie gesagt, hinterlassen Sie uns doch einen Daumen hoch nochmals. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und auf Wiedersehen.